Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Mit der Layla. Ich habe mich mal gemütlich hingesetzt. Habe mich mal so ein bisschen umgeschaut. Wunderhübsch hier. Total. Aber, während ich gespeichert habe, habe ich etwas gesehen. Hier sind ein paar Sachen. Nächste Schritte. Layla Hassan. Ich bin bereit. Okay. Eine letzte Botschaft, bevor die Kommunikation über diesen oder jeden anderen Account eingestellt wird. Wir haben unsere eigenen Methoden, um uns zu verständigen, ohne ausgespioniert oder rückverfolgt zu werden. Dein vorheriges Team hat diesbezüglich einen Fehler begangen. Sie wussten um die Risiken, aber sie waren nachlässig und hinterließen überall Spuren und digitale Fingerabdrücke. Uns wird das nicht passieren. Was ist das denn hier alles? Okay, ich glaube, so interessant ist das nicht. Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein, wir sind nur zu dritt und wir versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Ah, hier wird von Corona gesprochen. Das ist gruselig. Das wollen wir nicht. Wichtige Orte in England? Hier sind so Animus-Anomalien, Edensplitter. Sitzungsbericht. Oh nee, das ist mir zu anstrengend, viel zu lesen. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Sabassi. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltungen von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Okay. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal. Laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte, war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität, so und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbünden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung.
Das macht es so mächtig, glaube ich. Und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer. Mein Vater ist sanfter geworden. Aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist Deontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich und Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Okay. Ja, klar. Hier, Controller, was? Das gibt's doch gar nicht. Das dauert einfach alles zu lange hier. Wir hören noch das zweite an und dann... Moment, ich stell das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter, wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert?
dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISU-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gottverdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISU-Erinnerungen hochgekommen? ISU-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISU verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Das war das. So, seltsame Nachricht. Für Layla haben wir, das haben wir. Mehr ist nicht. So, Video. Okay. Ah, der hat da was reingepackt. Na gut, von mir aus. Das war's dann. Die Boten. Diese Boten. Oh, so viel zu lesen. Nein, ich will das nicht. Wir gucken uns nur die Bilder an, oder? Genau, wie ein schönes Bilderbuch. Ah. Das erinnert mich ein bisschen an Odyssee. Okay, Edenstab. Stab des Hermes. Egi. Adlerfrau Cassandra. Mhm. Aber ich war nicht Cassandra, als ich das gespielt habe. Oh. Spiele Readme-Dateien. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Hm. Nee, komm, wir schaffen das auch so. Lass uns mal raus hier. Ich gehe jetzt mal mit dem Troller da sprechen. Wir haben jetzt die fast das ganze Folge nur das gehört. Es ist ein weiter Weg nach Beantown. Spring rein. Hä? Nein, ich wollte doch erst noch mit ihr reden. Was ist ein Dussel? Jetzt habe ich schon wieder Fehler gemacht. Egal. Sean, ich bin da. Ah, gut. Dein Signal wird langsam schwächer. Bist du schon drin? Noch nicht, aber da sind 30 Meter Eis über mir. Okay, der Kontakt könnte abbrechen, wenn du drin bist. Also denk an das, worüber wir geredet haben. Achte auf die Anzeigen, vor allem wegen der Strahlung. Und behalte den Stab bei dir. Okay. Ich bin hier. Hilft uns ja nichts, wenn der Kontakt abbricht, dass du da bist. Man kann dir ja nicht Bescheid sagen. Der sieht schon mega aus. Zawahoi Nakwat, Osmerbo Turwandi Quarde, Ul Solov Ras Hunakodide, Unzum Horas Restere Has, Sohumsi. Das hat sich angehört wie die Sprache von Game of Thrones. Ich bin drin. Gut. Und nicht vergessen, die Maschinen nicht abschalten, nur verlassen.
Verstanden. Der Aufzug funktioniert noch. Ach, 75.000 Jahre. Was machen da schon 1 oder 2.000 mehr? Es wird schon spürbar heißer. Nach unseren Schätzungen wird es noch etwa 16 Grad wärmer werden. Wo bekommt er die ganze Energie her? Unsere beste Theorie heißt Tektonik. Die Bewegungen der Erdkruste, die heiße Lava darunter. Eine gigantische Energiequelle. Das ist die Technologie, die Menschen brauchen. Energie, nicht Edensplitter. Ja, wenn das alles so war, könnten wir ein Start-up gründen. So ein kleines Büro in einer Garage. Nur wir dran. Scheiße, ich verliere dich schon. Was sagst du bitte? Die Verbindung bricht ab. Vergiss es. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Melde dich doch am besten wieder, wenn du oben bist. Oder so ähnlich. Da wären wir. Das sieht schon geil aus. Okay, meine Freunde. Aber das war's dann jetzt erstmal für diese Folge. Wir haben sehr viel Zeit verplempert. Das tut mir sehr leid. Aber ich wollte wissen, was die zu sagen haben. Vielleicht ihr auch. Aber es geht ja bald weiter. In der nächsten Folge schon. Wenn es euch interessiert, ihr wisst, was ihr machen müsst, einfach einschalten. Morgen, selbe Zeit, selbe Sender. Ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Und macht's gut.